Radio Oberlausitz International. Die Radiostation Grimeton an der schwedischen Südwestküste. Sie spielte einmal eine Schlüsselrolle in der weltumspannenden Kommunikation. Zusammen mit 20 weiteren Anlagen dieser Art bildete die Station ab den 1920er Jahren ein globales Funknetzwerk. Heute ist Grimeton der einzige noch erhaltene und funktionierende Längstwellensender, weshalb er unter dem Schutz der UNESCO steht. Hier thront das betagte Kernstück der Station, der Maschinensender, dessen Funktionstüchtigkeit bis heute zelebriert wird. Noch immer surrt hier ein Motor, der einen Wechselstromgenerator antreibt und dadurch hochfrequenten Strom erzeugt. Konstruiert hat dieses Kraftwerk des Längstwellenfunks ab 1904 ein Mann, der zu den Pionieren der Funktechnik zählt. Es ist Ernst Frederik Werner Alexandersson, Ingenieur und unermüdlicher Erfinder. Bis zu seinem Lebensende hatte es zu stolzen 340 Patenten gebracht. Zu den herausragenden zählt zweifellos der nach ihm benannte Alexandersson-Sender. Denn er hat das neutrale Schweden vor allem nach dem Ersten und während des Zweiten Weltkriegs zu einem bedeutenden Kommunikationsstützpunkt im Dialog mit der Welt gemacht. Ohne die drahtlose Nachrichtenübermittlung hätte aufgrund der häufig unterbrochenen Überseekabel wohl weltweite Funkstille geherrscht. Vor den unsichtbaren Nachrichtenbrücken kämpften sich Mannschaften mit tonnenschweren Kabeltrommeln durch den Atlantik und versuchten ganz konkrete Unterwasserbrücken für den immer dichter werdenden Nachrichtenverkehr zwischen Europa und Nordamerika zu bauen. Das Verlegen der dicken, hunderttausende von Kilometer langen Verbindungskabel zwischen alter und neuer Welt glich dem Kampf mit einer gigantischen Meeresschlange. Ein Kampf, den die Männer oft verloren haben, denn die Kabel waren glitschig und entglitten häufig auf Nimmerwiedersehen auf den Meeresgrund. Und mit ihnen Millionensummen der Investoren. Die Entdeckung der elektromagnetischen Wellen und ihrer magisch anmutenden drahtlosen Ausbreitung im Raum leitete eine neue Sternstunde der Nachrichtentechnik ein. Denn diese Wellen veränderten die Welt innerhalb eines Jahrhunderts so dramatisch, wie einst die Erfindung der Dampfmaschine. Zahllose Pioniere der Elektrodynamik haben diese Revolution in Gang gesetzt. Alessandro Graf Volta verdanken wir die grundlegende Theorie des elektrischen Stroms. Christian Ørsted die Erkenntnis, dass Strom von einem Magnetfeld begleitet wird. Michael Faraday die Entwicklung von Elektrogeneratoren zur Stromerzeugung. Samuel Morse die erste Morse-Nachricht, die lautete, was Gott vollbracht hat. James Maxwell und Heinrich Hertz die epochale Erkenntnis, dass Schwingungen der Elektrizität magnetische Felder erzeugen, die durch rasante Beschleunigung zu Wellen werden und dann Raum und Zeit blitzschnell überwinden können. Guglielmo Marconi, die erste drahtlose Funkverbindung über den Atlantik. Schließlich Ernst Alexandersson, die Konstruktion einer Maschine, die den Längstwellen jenen gewaltigen Schwung verlieh, der sie zum lichtschnellen Lauf um den Erdball beflügelte. Den Anstoß zum Bau des Längstwellensenders in Grimeton gab neben den Erfahrungen mit leicht zerstörbaren Land- und Seekabeln im Ersten Weltkrieg eine Emigrationswelle gigantischen Ausmaßes.
Aber Tausende von Schweden suchten ihr Glück im Land der angeblich unbegrenzten Möglichkeiten. Da es oft ein Abschied auf Nimmerwiedersehen war, wurde die drahtlose Kommunikation mit den Daheimgebliebenen für die meisten zu einem Rettungsanker in der Fremde. Kristina, stopp. Det blev en boj. En ny amerikan från Old Sweden. Stopp. Återkommer. Många hälsningar. Flera företag härstädes undersökt stopp. Avvaktar instruktioner, Mr. Möller. Bra här, stopp. Pappa måste komma tillbaka före nyåret. Stopp. Augusti 1930. Damit der steigende Telegrammverkehr nach Amerika reibungslos über die Erde gehen konnte, beschloss der schwedische Reichstag 1920, die dafür nötige Sende- und Empfangsstation zu bauen. Der Standort in Grimeton, rund 80 Kilometer von Göteborg entfernt, war dafür ideal. Die flache Landschaft ließ den Funkwellen freien Lauf in Richtung Westen. Sie überquerten den Meeresarm von Skagerrak und gelangten an Schottland vorbei über die offene See zur Empfangsstation bei New York. Der Name Grimeton war im Übrigen ganz praktisch, denn er ging auch Amerikanern locker über die Lippen, ohne dass sie sich die Zunge brechen mussten. Abenteuerliche Balanceakte in 127 Meter Höhe und echte Knochenarbeit am Boden waren dann für zwei Jahre Alltag für die, die ab 1922 die Ärmel für den Bau der Station hochkrempelten. Die größte Herausforderung war das Errichten der 6 Antennentürme, die in einem Abstand von jeweils 380 Meter auseinanderstehen. Wie penibel ausgerichtete Startrampen für Weltraumraketen sehen sie aus, die Antennentürme mit ihren gewaltigen Querarmen. Auch wenn sie heute nur noch als Riesenwegweiser den Standort Grimeton markieren, erinnern sie mit der ihr eigentümlichen technischen Ästhetik an jene Zeit, in der dieses Antennensystem eine der wichtigsten Start- und Steuerrampen für Längstwellen war. Radiostation wurde aber nicht nur gefunkt, sondern auch gefahren. Ziemlich oft sogar, da das Antennensystem regelmäßig inspiziert werden musste. Dafür hätte wahrscheinlich auch ein Fahrrad oder Moped genügt. Weil der Stationsbau aber 500.000 Kronen billiger ausfiel als berechnet, leistete man sich wohl den Luxus dieses auf Hochglanz polierten Flitzers, mit dem der Fahrer allerdings nur Kühe beeindrucken konnte.